Hallo zum Tageshoroskop vom 12. Februar 2024. Wir haben den Montag, eine neue Woche, wieder mit der Sonne im Wassermann. Das heißt, es ist eine gute Zeit, um aus der Durchschnittsmasse herauszuragen, weil im Wassermann, da geht es ja immer darum, sich quasi besonders zu zeigen und vielleicht auch originelles Verhalten an den Tag zu legen. Ja, und wir haben natürlich auch die Karnevalszeit, die natürlich nicht umsonst in dieser Phase des Jahres stattfindet mit der Sonne im Wassermann. Also das passt dann schon alles natürlich. Ja, und wir sind ja noch weiterhin im quasi Zeitraum der Wirkung des Neumondes, der jetzt ja gerade stattgefunden hat vor ein paar Tagen. Ja, und diese Neumondenergien vom Wassermann mit der Spannung zu Uranus, die prägen also auch diese Woche. Und es geht also verstärkt um Neuanfänge, die oder Neustarts, die viel Aufregung bringen können. Und dabei geht es um die Themen Heimat, Familie, Wohnen oder um Gefühle speziell auch. Und auch gerade politische Themen sind natürlich weiterhin ja sehr quasi unter Veränderungsdruck oder mit Überraschungen gehen die einher. Und wir hatten ja auch die Spannung von Merkur zu Jupiter, die weiterhin besteht. Hier Merkur mit Fortuna, schicksalhafte Gespräche mit dem Ausland oder die Spannung bringen im Ausland. Das ist ja weiterhin diese Spannung hier bestehend. Und jetzt hat man ja gerade am Wochenende dieses Gespräch, die Veröffentlichung des Gesprächs zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin. Ja, und was soll man da sagen, ne? Also sehr interessantes Gespräch, ja. Also ich sag mal so, wieder mal eine Chance für viele aufzuwachen oder sich zu ja, bestimmte Fragen zu stellen. Ja, also es war ja schon demaskierend, wie da die deutsche Regierung weltweit vorgeführt wurde. Ja, also die deutsche Regierung wurde ganz spezifisch als inkompetent dargestellt. Ja, und sowas gab es ja noch nie. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, also in den vielen Jahrzehnten, die ich hier schon auf der Erde bin. Ja, und auch ja die Frage zu Nord Stream Sprengung und andere interessante ja Ansichten, die da gemacht wurden. Und vor allen Dingen, und das ist ja erstmal die Kernthematik, was ich ja auch sehr, sehr gut an dem Gespräch finde, dass sich überhaupt jemand mit dem Wladimir Putin an einen Tisch gesetzt hat. Ja, also das ist ja, das so soll ja Journalismus sein. Und interessant ist ja auch, egal wie man jetzt dazu steht, interessant ist ja auch die Reaktion der Medien hier, die das sofort verteufeln wieder. Ja, also das ist ja, also erstmal sollte man sich ja in jedem Fall die andere Seite auch anhören. Das ist ja in einer kultivierten Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft sowieso, sollte das ja so sein. Ja, so, dass man sich die Meinung anhört und auch dann daraufhin erstmal reagieren kann. Ja, also das ist sehr, sehr interessant gewesen. Und ja, dann haben wir weiterhin natürlich viel Aufregung, auch auf der politischen Bühne. Und hier natürlich weiterhin viele Demonstrationen in Deutschland. Und natürlich auch die Bauernproteste weiterhin, von denen ja abgelenkt wird durch die ja, Demos gegen rechts, die jetzt schon so ein bisschen blauen Schein. Also das Ding ist ja, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Toleranzdemonstrationen und nur hier ist natürlich auch die Frage, sind das Demonstrationen oder Aufmärsche? Weil das hat ja Parallelen zur DDR schon. Da hatte zum Beispiel der Peter Denk ein ganz interessantes Video gemacht. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Also Peter Denk zusammen mit Matthias Langwasser. Der hat da ganz interessante Äußerungen zugemacht. Sollte man mal sich anschauen. Auf jeden Fall ist ja wirklich das ist schon sehr strange, dass die Leute auch nicht gegen die Regierung demonstrieren, gerade jetzt speziell bei der Situation, wo gerade alles hier den Bach runtergeht. Und ja, das ist natürlich schon erschreckend. Ja, und wie sind die Sterne ansonsten heute? Also weiterhin, also das passt halt auch dazu, Aszendent im Krisenzeichen Skorpion. Also es geht um die Krise von Führungskräften. Ja, deswegen spreche ich halt auch drüber. Princeps ist hier der Fixstern für die Führung, für die vorherrschende Gesellschaft für Anführer und im Zeichen der Machtkämpfe, Skorpion. Und jetzt haben wir ja auch Machtkämpfe, ja, auch in Amerika gerade speziell auch natürlich mit Biden und Trump, was natürlich weiterhin weltweit Beachtung findet.
Und wir haben ja auch den Herrscher vom Skorpion, den Pluto hier bei Mars. Und Mars-Pluto, das sind so Machtkämpfe. Das sind Auseinandersetzungen um die Macht. Ist Manipulation um die Macht. Und interessant ist ja auch, dort gab es ja unter anderem auch Streit um den Super Bowl. Und beim Super Bowl ist es ja so, dass dort immer quasi in der Halbzeitpause ja musikalische Acts auftreten. Unter anderem war da ja mal auch Taylor Swift aufgetreten und die hat sich ja sehr stark positioniert für Biden. Und da gab es ja auch wieder Trouble und das ist halt auch wieder jetzt hier gerade im Fokus, diese sportlichen Ereignisse und Manipulationen dabei. Und ein anderes Beispiel mit Mars Pluto, was jetzt in diese Tage prägt, also diese ganze Woche eigentlich kann man sagen. Also Mars ist halt auch der Sport und Pluto sind Machtkämpfe im Sport. Und jetzt hatten wir gerade am Wochenende hier das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Leverkusen und Bayern. Und da ist ja der Favorit gestürzt. Also Leverkusen ist zwar Anführer in der Tabelle, aber hat halt die Bayern besiegt. Und ja, sowas kann sich dann halt auch zeigen. Machtverlust im Sport, Ohnmacht im Sport oder eine Transformation an der Spitze. Eine Transformation bei Führungspersonen, eine Transformation bei Machtkämpfen, hier bei Kämpfen im Krieg auch. Das Marsblut ist natürlich eine sehr starke kriegerische Energie, eine fanatische Energie, die sich jetzt zeigen kann, verstärkt. Und das auch gerade was politische Ansichten angeht. Und wir haben ja auch den Pallas an der Spitze vom zweiten Haus. Also substanziell geht es auch um politische Dinge und um politische Ideologien, weil Pallas im Zeichen Schütze steht. Ja, und Mars Pluto ist halt auch so eine Energie, wo ja neben Machtkämpfen und Leidenschaften, das ist ja auch eine sehr sexuelle Energie natürlich, ist es aber auch so, das ist ja eine sehr heftige Energie. Ja, also Mars ist ja schon die Kraft und Pluto ist das dann quasi nochmal die ja, Potenzierung dieser Energie, dieser Kraft. Und jetzt haben wir auch gerade Vulkanausbrüche, nicht von ungefähr. Aber auf einer anderen Ebene, das ist auch halt auch eine positive Chance jetzt für eine zielgerichtete Fokussierung oder für einen kompletten Perspektivwechsel und Neustart. Auch das wäre hier denkbar. Ja, und beherrscht wird dieses Ganze hier, also der Mars-Pluto, die treffen sich ja dann im Wassermann am Mittwoch. Und das wird natürlich dann von Uranus beherrscht. Und Uranus ist ja hier auch zusammen mit Justitia und Germania. Und nicht umsonst ist also die Justiz und die Gerechtigkeit in Deutschland hier quasi jetzt gerade im Fokus der Welt. Ja, also weil durch das Gespräch von dem Tucker Carlson mit dem Wladimir Putin schauen natürlich dann alle auf Deutschland, was ist da los? Aber auch natürlich die europäischen Länder hier, da wird ja auch nicht viel darüber berichtet in den Medien. Das wird ja auch totgeschwiegen, dass die anderen Länder in Europa natürlich auch entsetzt auf Deutschland schauen, weil Deutschland natürlich als ja gewohntes Zugpferd hier der EU hier das einzige Land ist, das hier in der Rezession ist. Ja, also und das besorgt natürlich die anderen, weil die dann mit quasi in den wirtschaftlichen Ruin gestürzt werden. Ja, also generell Gerechtigkeitsthemen können hier eine Rolle spielen. Ansonsten mit Uranus in Spannung zum Asteroid Liebe kann es natürlich auch sein, dass hier individuell Liebe in einer Herausforderung zu Veränderungen steht. Also Veränderung bei Liebesgefühlen, vielleicht Unruhe in der Liebe aufgrund von finanziellen Veränderungen oder finanziellen Unsicherheiten. Auch das könnte hier sein. Also Liebe und Geld kann hier auch eine Thematik sein, die schwierig ist. Das wäre auch denkbar. Und wir haben ja auch, das kann zum Beispiel auch mit dem Beruf zusammenhängen. Ja, weil wir haben ja hier die Spannung vom Asteroid Liebe mit Uranus im Finanzzeichen, also beide sind ja im Finanzzeichen, Skorpion und Schütze, und beide zeigen hier auf den MC. Und der MC zeigt ja auch hier, was ist hier das Ergebnis des Tages, was ist hier in der Öffentlichkeit los, und das Ganze im Zeichen Löwe, bringt auf die berufliche, politische, gesellschaftliche Ebene, ja, also die Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt. Also es geht um die Selbstverwirklichung, aber auch um Lebensfreude, um Gestaltung des Lebens, aber vielleicht auch um Liebe oder um Führungskräfte. Und diese Führungskräfte stehen hier vor, ja, vorm Absturz möglicherweise, weil Sonne mit Ikarus zusammensteht.
Oder ansonsten, Icarus ist natürlich auch so der Überflieger. Also es kann natürlich auch sein, dass es jetzt hier Veränderungen gibt, weil jemand hier ja einen starken Auftrieb erhält. Auch das wäre denkbar. Und die Sonne im Zeichen Wassermann steht ja im Exil. Das heißt, es geht jetzt auch stark um außergewöhnliche Persönlichkeiten, um Randpersönlichkeiten, um Außenseiter vielleicht auch. Also viel Veränderungspotenzial weiterhin. Und natürlich auch die Spannung von Merkur zu Jupiter, die bringt mit Fortuna, die bringt natürlich auch möglicherweise schicksalhafte Nachrichten, die mit Reisen, mit dem Ausland zusammenhängen können, mit juristischen Themen. Es kann sein, dass man hier vielleicht auch glückliche Nachrichten erfährt, ganz überraschend. Auch das wäre natürlich denkbar. Ja, also das wäre natürlich schon zu hoffen. Also es soll ja auch schöne Erlebnisse geben. Ja, der Mond ist hier heute im Zeichen Fische. Die erste Tageshälfte bringt dann so eine Verträumtheit, vielleicht auch eine Unklarheit. Sehnsüchte sind möglich. Vielleicht spielt man auch verstärkt, also fantasievolle Spielen ist halt auch vielleicht ja jetzt zum Wochenstart angezeigt. Also das ist jetzt nicht so die krasse Arbeitsenergie mit dem Mond in den Fischen, da ist man noch sehr verträumt, verschlafen. Vielleicht hat man hier auch Sehnsucht nach einer Affäre oder so, das wäre auch denkbar. Oder nach Sehnsucht nach den Kindern oder man spielt mit den Kindern. Ja, und dann wechselt der Mond um 14:25 in den Widder. Und bringt dann hier ja Lust auf Aktivität, spontane Neustarts. Vielleicht geht man zum Sport in der zweiten Tageshälfte oder am Abend. Also auch das wäre möglich. Und man ist auch ungeduldiger, man will die Dinge schnell erledigt haben in der zweiten Tageshälfte. Also das könnte sich hier so zeigen. Und diesmal mit dem Mond im Widder, da geht es halt auch gerade um vielleicht auch ja Neuanfänge im Beruf oder Streit. Im öffentlichen Bereich, da wollen berufliche Bedürfnisse durchgesetzt werden. Man kämpft vielleicht dann für seine Rechte, auch so eine Streikenergie möglicherweise wieder, ja. Also Demos, Streiks bleiben natürlich weiter ein Thema, aber auch natürlich, Karneval ist ja auch noch weiter ein Thema. Also auch das ist hier natürlich angezeigt. Mond in den Fischen, sehr fantasievoll. Mond ist ja das Volk und Mond im Widder, dann ist man halt hier sehr temperamentvoll, sehr feurig unterwegs. Sehr, sehr, ja, da geht es vielleicht auch spontan zur Sache, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, genau, dann natürlich noch Venus und Neptun günstig verbunden. Das ist morgen exakt, aber kann auch heute schon eine sehr, sehr angenehme Begegnung bringen. Das ist quasi so ein bisschen so der Ausgleich zu dieser Mars-Pluto-Energie, die ja sehr heftig ist, ist Venus-Neptun halt auch so eine sehr romantische Energie. Ja, also das ist quasi so das Gegenstück zu Mars-Pluto. Mars-Pluto ist eigentlich, kann so die Gewalt sein oder so die heftige, rücksichtslose Energie, so eine egoistische Energie und Venus-Neptun ist genau eigentlich das Gegenteil. Also das kann sich natürlich dann ganz unterschiedlich zeigen. Vielleicht ist man sehr romantisch unterwegs, hat ein romantisches Treffen und dann geht es plötzlich zur Sache. Ja, also das wäre so eine Variante. Ja, oder ansonsten vielleicht auch Venus-Neptun, so soziale Kontakte, wo man einen radikalen Neuanfang startet. Ja, also vielleicht Geld für Soziales einsetzen und das wird radikal eingesetzt dann. Also, oder umgesetzt, radikal umgesetzt. Also das wäre natürlich eine bessere Variante. Ja, weiterhin viele Planeten hier unter dem Radar, also unter dem Horizont. Das heißt, es ist viel im Unbewussten. Man verhält sich viel im Rückzug. Die Familie hat eine besondere Rolle, aber auch auf der Straße ist hier viel unterwegs. Natürlich, wir haben ja Karneval und Demos etc. Also das zeigt sich hier und in der Begegnung Jupiter-Uranus viele Begegnungen und auch ungewöhnliche Begegnungen, wie das natürlich auch bei Karneval ist. Ne? Das wäre so eine Variante, wie sich das hier zeigen kann. Ja, wieder eine Menge los. Ja, dann freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wünsche dir einen tollen Wochenstart, einen wunderbaren Montag. Ja, freue mich über Kommentare natürlich. Und über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, kann ich dir eine Beratung ans Herz legen. Ist eine sehr, sehr gute Investition. Da kannst du mich einfach über das Kontaktformular anschreiben. Der Link ist unter dem Video. Ja, und ansonsten, ja, bin ich dankbar, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.